Viernheim Challenge 2000, oder haben wir 11, genau. Jetzt haben wir 15:54, Kurbel, die alte Pocke ist nicht dabei, also gucke ich hier ganz alleine rum. Und dann, wie gesagt, ich wäre um 17:56 wäre ich da. Ich guck mal. Tschüss. Ja, da Kurbel ja unverschämterweise Geburtstag hatte, ist jetzt hier echt nicht viel zu berichten unterwegs. Hab jetzt noch so ganz, ganz grob Stündchen. Da hat noch schöne Sportler-Bockwurst verrückt. Ja, und ansonsten ein bisschen ekelhafte Bundesliga-Konferenz, die eigentlich keine Sau interessiert hören. Und immer schön 140, 150 Gasfuß. Ja, und gucken, wach zu bleiben. Ne? Aber kurz gesagt, Kurbel, schäm dich gehörigst. Spaßmobil ist anders. So ein bisschen in Stimmung bringen hier. Heißt ja Rock'n'Roll-Tennis jetzt hier, ne? Naja. Ich bin übrigens gerade am Taunusblick vorbeigefahren. Da habe ich mit Kurbel letztes Jahr diesen bescheuerten Turm da bestiegen. Wo wir noch meinten, hey, guck mal, das ist aber hier für Sportler und so, falls sich da irgendwer dran erinnert. Sah jetzt im Vorbeifahren scheiße aus, ich hab's aber auch zu spät gesehen. Und hätte ich mal da ein Revival gedreht, aber scheiß der Hund drauf. Lieber Mucke. Der gleiche Walk of Viernheim wie letztes Jahr. Diesmal sogar im Hellen und ohne Padinho und natürlich ohne Kurbel. Aber der Rest ist vermutlich schon da. Tag auf. Moin. Ich dachte, ich komme mal mit dem Ding rein, weißt du? Ansonsten kannst du das mit allen Sachen berechnen. Auf Dauer kenne ich damit. Guck das mal an. Ist doch nicht so eine Ankündigung wie mit Klappe 1, der erste oder sowas? Naja, aber ich habe sogar mal rangezoomt jetzt, wenn es dir hilft. Also. Ja, weil ich bin nicht so... Hast du Allüren? Nicht mehr. Aus. Wir machen für unseren Verein auch Rockmusik, deswegen da haben wir uns auch einen Schubs. Ja, das geht ja. Musiksammlung bemüht und habe jetzt mal für die nächsten paar Stunden eben die zusammengestellt. falls jemand sein Lieblingslied hört, dürft gerne ausflippen, ja, mitsingen ist erlaubt, tanzen alles, nur nicht wenn den Ball wechseln. Okay? So gerade da. Ja, wir haben im Anschluss direkt, wer mitmachen will, also es ist alles noch offen, auch wer sich noch nicht angemeldet hat, wir haben die sogenannte Vintage Challenge initiiert von El Rey, der hier sitzt und sich kratzt, ja. Und die Idee ist folgende, wir haben hier auch einige, wer keinen hat, einige ältere Modelle, Holzschläger haben wir dabei, Metallschläger, als antikes Spielmaterial. Die Kleidung muss natürlich passen, sollte passen. Die Vorgabe war entweder, sie muss alt sein oder sie muss potthässlich sein. Ich habe beides. Beides ist noch besser. und das Ganze findet dann im Rahmen eines Tiebreak-Turniers statt. So,
bei ganz vielen fehlt mir jetzt gerade nach der ersten Runde noch irgendwie extrem mal der Überblick, wer wie heißt. Aber das hole ich hoffentlich irgendwie nach. Sind wir noch ein bisschen hier. Erste Runde sehr erfolgreich mit Array gegen Howie und weiß ich gerade auswendig leider nicht. 4-5 verloren. Aber so muss das ja eigentlich sein zum Anfang einer Challenge, ne? Die sind die Experten schon wieder am Rätseln und beraten. Und ich hoffe mal, die fälschen unser Ergebnis gerade. Oh Mann, ich frag mal nach. Also Challenge ohne Bier ist keine Challenge, sag ich mal. So, das ist Little Mac mit Anburme gegen unseren Prinzmenschen und Heimann. Immer in der Ecke, wa? Erstmal ein Trinkelschluck. Nochmal Schleichwerbung. Oh, schönes Bild. Also hier habe ich letztes Jahr gesagt, da hat, wer hat denn hier gespielt? Der, wie hieß er denn noch? Padinho war es, genau. Da habe ich gesagt, ich müsste immer die Fresse haben, wenn hier gespielt wird. Anburme macht's. Scheiße, den habe ich nicht drauf. Nee, noch nicht. Warte gleich nochmal. Ja, entschuldige. Ja, warte. Den habe ich drauf. Heimann hat genau das gleiche Shirt an wie letztes Jahr. Oder hat er das immer noch an? Ach, schönes Bild. Wer war im Netz? Familienduell schon fast bei den beiden. Jetzt haut der Wemser einmal drauf und wer filmt nicht? Ich. Vielleicht jetzt? Nee, das war jetzt auch auf seine Freundin, das kann er ja nicht machen. Obwohl, die könnte das ab. So, hier bin ich schon überfragt. Da sehe ich nur Howie da hinten. Howie am Aufschlag. Hier wird schon schwer gehabt. Mal gucken, ob der Wemser jetzt nochmal einen verletzt. Ich kann nachgucken. Schön. So, der Chef ist da und Bloodhound ist auch, der ist schon am Grinsen. Gegen Stegle, seit 25 oder 52, ich weiß gar nicht auswendig. Und Schaub 24. Lob. Na. Fühl dich nicht beobachtet. Warte, ich zoom mal ran eben. So. Mit dem Hinweis für alle, die lesen können. Oh, das junge Königspaar im Duell. Das junge Königspaar im Duell. Chili Peppers auch da. Dass die Chili Peppers mal in Vierenheim spielen, wer hätte das gedacht? So, gleich ist Ende von Rundgang 1. Da ist das Bier aber auch leer. Nee. Prince gegen Blau.
ging eher so für Prince aus. Wie die Hühner auf der Stange.